Wir wollen uns jetzt mit den Fragen beschäftigen, welches Wachstum und welche Ökonomie. Wenn Sie möchten, kommen Sie tatsächlich ein bisschen nach vorne, weil wir wollen das ja tatsächlich auch mit Ihren Fragen und Ihren Anmerkungen zusammen betrachten, das Thema. Und es diskutiert sich immer leichter, wenn man ein bisschen näher aufeinander sitzt. Ich darf Ihnen die Gesprächspartner für diese Diskussion vorstellen und fange an mit Andreas Esche. Das ist der Herr ganz rechts von Ihnen. Er ist Direktor bei der Bertelsmann Stiftung und ist da zuständig für alle Themen rund um Volkswirtschaft, Wachstum, Beschäftigung und Nachhaltigkeit. Marcel Fratscher ist hier. Er ist Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und gerade mit einem Buch verhaltensauffällig geworden. Entschuldigung. Das heißt Verteilungskampf. Und auf der anderen Seite neben mir sitzt Ralf Füchs, der ist Ihnen allen sehr wohl bekannt, Chef des Hauses hier, der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich heiße Ursula Weidenfeld und bin Wirtschaftsjournalistin in Berlin. Herr Esche, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, weil Sie die ganze Zeit hier waren. Und wenn ich darf, würde ich, bevor ich nach Ihren Meinungen zu unserem Thema frage, nach Ihren Eindrücken der letzten anderthalb Tage fragen, weil ich glaube, dass die uns vielleicht direkt in die Diskussion und auch direkt zu unserem Thema, nämlich der Konflikte in dem Thema, führen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Weidenfeld. Guten Tag in die Runde. Ich merke, ich bin nicht mehr in Gütersloh. Da wäre um die Zeit tatsächlich kaum noch jemand da. Da schlafen schon alle, ne? Frau Weidenfeld war auch so frei zu sagen, ja, ist ja klar, dass Sie gestern schon da waren. Sie hatten eine Chance, aus Gütersloh wegzukommen. So war es nicht. Ich fand das spannend hier. Aber Sie sagten gerade Konflikte. Ich habe keine Konflikte gemerkt. Ich habe selten so eine ruhige, gesetzte, getragene, wenn ich ganz böse bin, fast ein bisschen ältliche Diskussion gesehen, wie jetzt die letzten zwei Tage hier. Bei Themen, bei denen man sein müsste, da kann man sich doch kloppen, da kann man sich schlagen. Und die verdienen es vielleicht auch, dass man sich darüber schlägt. Und was mir aufgefallen ist, was ich alles nicht gehört habe, also das Stichwort Wachstum, gerade eben zum ersten Mal zu hören, aber in dem Fall aus dem Mund der Moderatoren, ich habe das in den letzten zwei Tagen nicht gehört. Und konnte ich überall sein. Aber heute Morgen durch ein Özdemir oder? Okay, gut. Ich nehme fast alles zurück. Habe aber trotzdem das Gefühl, dass das vielleicht gemessen an der übergeordneten Thematik ein bisschen unterbelichtet war. Thema Innovation habe ich nicht gehört, Digitalisierung, Veränderungen im internationalen Umfeld. So. Und was mir dabei fehlte, war, dass ich von außen wahrnehmen konnte, wofür stehen Sie denn dann, jenseits von den breit diskutierten Fragen, wir brauchen mehr Steuern und wir haben auch irgendwie eine grobe Idee, dass wir das investieren in mehr Staat. Nicht, dass ich da was dagegen hätte, aber mir fehlt der Begründungszusammenhang und das hat mich noch nicht überzeugt, hat mich zugegeben auch bei der letzten Wahl nicht überzeugt. Vielen Dank. Herr Fratscher, Sie haben in Ihrem neuen Buch sich intensiv mit der Frage der Ungleichheit in Deutschland beschäftigt und haben festgestellt, dass Ungleichheit nicht nur schwer auszuhalten ist, weil man eben gerne ungleich ist, sondern Sie haben auch festgestellt, wie die OECD ja auch, dass Ungleichheit viel weitere Auswirkungen und Konsequenzen hat, nämlich unter anderem, dass Ungleichheit oder wachsende Ungleichheit dazu führt, dass Volkswirtschaften weniger wachsen, weniger zufrieden sind und weniger auch zusammenhalten. Vielleicht können Sie uns das hier nochmal in 3, 4, 5, 6, 7 Sätzen als Thesen präsentieren, damit wir dann ins Gespräch kommen können. Ja, von der rein wirtschaftspolitischen Perspektive klingt erst vielleicht mal ein Widerspruch, aber ist Ungleichheit sogar wichtig für Wachstum? Denn nehmen Sie eine Marktwirtschaft. Ja, eine Marktwirtschaft bedeutet Wettbewerb. Wettbewerb bedeutet auch immer, dass jemand Erfolg hat und jemand anders keinen Erfolg hat, dass man ein Risiko eingeht, sich manche Risiken auszahlen, aber viele Risiken auch wieder nicht. Und das führt ganz automatisch dazu, dass einige Erfolg haben, in dem Wettbewerb bestehen und andere ja, im Prinzip nicht bestehen oder nicht gewinnen. Und das schafft Wachstum. Und das ist aus einer rein, also gar nicht gesellschaftspolitischen, sondern aus einer rein wirtschaftspolitischen Perspektive sogar wichtig, weil es Anreize schafft. Ja, also wenn ich sage, ich
überlege ich mir, gehe ich wirklich das Risiko ein, mein Erspartes irgendwo zu investieren, Unternehmen selbstständig zu werden oder etwas zu machen, dann will ich auch sagen, okay, das muss sich dann ja für mich auch lohnen, ich möchte das. Also eine Marktwirtschaft braucht immer ein gewisses Maß an Ungleichheit. Aber irgendwann wird die Ungleichheit so groß, dass sie irgendwann ein wirtschaftlich eher, also mehr Ungleichheit, weniger Wachstum, auch weniger Wohlstand bedeutet. Und eine der Kernaussagen des Buches ist, wir haben dieses Maß an Ungleichheit in Deutschland schon seit langem bei weitem überschritten, wo halt mehr Ungleichheit, weniger Wachstum, weniger Wohlstand bedeutet, vielleicht erstmal auf das Wachstum, um diesen Zusammenhang zu beschreiben. Die Kernaussage des Buches ist, in Deutschland liegt die hohe Ungleichheit, die wir sehen, bei Einkommen, bei Vermögen, bei sozialer Mobilität, vor allem mit der geringen Chancengleichheit zusammen. Also wir haben viele Menschen in Deutschland, die gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Talente, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, also überhaupt den Bildungsgrad oder die Qualifikation zu erwerben, die sie eigentlich könnten von ihren Fähigkeiten her. Und damit können sie sich natürlich auch nicht in den wirtschaftlichen Prozess einbringen. Das heißt, es fällt immer größerer Teil der Gesellschaft hinten runter, fehlt damit auch im Wirtschaftsprozess, bedeutet natürlich für die Menschen, die betroffen sind, weniger Wohlstand, weniger Einkommen. Aber, und das ist die Kernaussage des Buches, es leiden alle darunter. Also es entgeht allen Wohlstand und Wachstum. Es ist also nicht unbedingt, es muss keinen Verteilungskampf geben, sondern von dieser besseren Chancengleichheit würden im Prinzip alle profitieren und auch das Wachstum damit höher sein. Jetzt müssen wir nur noch mal eine Sache ein bisschen auseinanderklamüsern. So schlecht ist Deutschland ja eigentlich gar nicht, was Gleichheit angeht, wenn man sich diese berühmten Gini-Koeffizienten anguckt. Also da wird eben gemessen, wie ist die Ungleichheit. Ich glaube, ein Gini-Koeffizient von 1 heißt, einem gehört alles. Also es gibt nur eine Person in Deutschland, der alles gehört, und einer von 0 heißt, jeder hat gleich viel. Einkommen, Vermögen, Wohlstand, alles. Die Veränderungen und die Veränderungen werden gemessen, damit man eben die Veränderungen von Ungleichheit messen kann. Da verändert sich in Deutschland aber gar nicht so viel. Also die These, die Sie sagen, hat ja zunächst mal einfach was damit zu tun, dass man zwei verschiedene Formen von Gleichheit misst. Das eine ist nämlich die Nachumverteilung, also nach Sozialhilfe, nach Kindergeld, nach Transfers. Und das andere ist die Vorumverteilung. Und die Vorumverteilung steigt, die Nachumverteilung ist nicht so hoch. Und das zeigt doch eigentlich, dass Deutschland ganz effizient mit der Ungleichheit umgeht, oder nicht? Sie wissen genau die Fragen, die mich provozieren können. Das ist sehr gut. Naja, deshalb, Herr Escher hat eben gesagt, es gibt zu wenig Streit. Also genau, müssen wir ja mal anfangen. Sehr gut, ganz genau. Ich sage, für mich ist das eine unsägliche Debatte, die wir in Deutschland führen. Viele Wirtschaftswissenschaftler führen genau das Argument an, die sagen, die Ungleichheit ist doch seit 2005 nicht mehr gestiegen. Wo ist denn das Problem? Und da sind zwei Punkte dazu. Erstens mal, welche Ungleichheit schaut man sich an? Diese Kollegen schauen sich an, die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen, also das, was wir nachher in der Tasche haben, sie ignorieren komplett Vermögensungleichheit. Da steht übrigens, Deutschland hat die höchste Vermögensungleichheit in der ganzen Eurozone, also das, was wir an Erspartem haben. Es ignoriert komplett die soziale Mobilität, die Chancengleichheit auch komplett. Und es ignoriert das Markteinkommen, also was ich vor der Umverteilung habe, was Sie eben erwähnt haben. Und auch bei der Vorumverteilung, also von, wir sprechen da von Markteinkommen, gehört Deutschland zu den oberen Viertel in den Industrieländern von der Ungleichheit. Jetzt der zweite Punkt, dann fokussieren wir mal auf das verfügbare Einkommen, was wir nachher in der Tasche haben, nach Steuern und Abzug von Transferleistungen, da liegen wir im Durchschnitt der OECD-Länder. Und es stimmt, seit 2005 ist die Ungleichheit bei den verfügbaren Einkommen nicht weiter gestiegen. Jetzt sagt man, wir haben 2005 einen historischen Höhepunkt in den letzten 70 Jahren erreicht. Aber es ist nicht weiter schlimm geworden, ist es nicht noch schlimmer geworden? Ist das jetzt wirklich ein Erfolg, dass wir am historischen Höhepunkt verblieben sind und es ist nicht noch weiter gestiegen? Also ich würde sagen, Paradigmenwechsel fangen eben immer damit an, dass man eben irgendwie einen Anstieg irgendwann mal aufhört. Aber wir können uns ja gleich noch darüber unterhalten, ob das tatsächlich eine Wende ist oder ob es eben wirklich nur eine Pause ist und ob wir eben mit unbefriedigenden Zuständen leben, mit denen wir uns abfinden müssen. Herr Füchs,
Die Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigt sich ja schon sehr lange mit der Frage, was ist die grüne Erzählung? Sie selber haben ein Buch geschrieben, das sich mit nachhaltigem Wachstum, mit intelligentem Wachstum beschäftigt hat. Und Sie haben uns ja Hoffnung gemacht, dass man beides haben kann. Man kann Wachstum haben und man kann grün sein. Wenn Sie die Diskussion heute anschauen, einmal eben über die Verteilungsproblematik, die Ungleichheitsproblematik, die Herr Fratscher thematisiert hat, auf der anderen Seite aber nach dem Klimaabkommen in Paris die Diskussion über Wachstumspfade von hochentwickelten Volkswirtschaften, vor allem in Deutschland wird die geführt. Würden Sie sagen, dass Ihre These, die Sie damals gesagt haben, also man kann, wenn man ökologisch investiert, mit gutem Gewissen wachsen, dass die immer noch stimmt, oder wird die nicht von immer größeren Teilen auch in Ihrer eigenen Partei, in Ihrem eigenen Klientel vehement bestritten? Ja, in meinem politischen Umfeld gibt es dazu eine kontroverse Debatte, die ist auch nicht neu, sondern wird im Grunde seit den 70er Jahren geführt. Die älteren Semester werden sich daran erinnern, was damals das Paradigma war, der Startschuss der globalen Ökobewegung, Grenzen des Wachstums. Bericht von Dennis Meadows an den Club of Rome von 1972, und das wurde so eine Art prägenden Weltanschauung, dass das wirtschaftliche Wachstum per se das Problem sei. Und diese These fordere ich in der Tat heraus, zunächst mal aus einem ganz empirischen Grund. Also diese ganze Debatte, wie wir sie in Deutschland führen, macht mich manchmal ganz nervös, weil das so eine Nabelschau-Diskussion ist, die ausblendet, was eigentlich global passiert. Und global leben wir nach wie vor in einer Epoche von massivem wirtschaftlichen Wachstum, trotz aller Krisen. Und zwar einfach deshalb, weil der Prozess der industriellen Revolution, also der Transformation von Agrargesellschaften in Industriegesellschaften, der in Europa im 19. Jahrhundert stattgefunden hat, jetzt weltweit stattfindet. Und das bedeutet, dass Milliarden von Menschen auf dem Weg sind von einer ärmlichen, bäuerlichen Existenz zu einer modernen Lebensform. Und dieser Prozess ist mit enormen wirtschaftlichen Wachstumsschüben verbunden. Ist übrigens auch sozialer Fortschritt im großen Stil, der da stattfindet, wenn man Bildungsstand oder Gesundheitsversorgung oder Lebenserwartung sagen als Kriterien für sozialen Fortschritt nimmt. Das heißt, wir haben es auf die nächsten 20 Jahre mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Verdoppelung der Weltwirtschaft zu tun. Das bedeutet eine jährliche Wachstumsrate des globalen Wirtschaftsprodukts, der Wirtschaftsleistung von 3%. In den letzten 25 Jahren hatten wir 4% im Schnitt. Was heißt das für uns? Ja, eben das heißt, dass wir entkoppeln müssen. Und dass davon ökologisch jedenfalls die Zukunft des Planeten abhängt, ob es uns gelingt, wirtschaftliches Wachstum zu entkoppeln von Naturverbrauch. Das ist ja die These einer grünen industriellen Revolution. Und wenn man Paris ernst nimmt, das Klimaabkommen, dann bedeutet das eine radikale Dekarbonisierung unserer Ökonomie, nicht nur des Energiesystems, auch sagen, unseres Städtebaus, unseres Verkehrssystems. Jetzt sagen das aber bedeutet Ihre natürlich, Leute ja schon, Herr Füchs, das ja? geht gar nicht. Bitte? Jetzt sagen Ihre eigenen Leute ja schon, ja, das geht gar nicht. Das ist so ein bisschen wie die Erde ist flach. Verstehen Sie? Zu sagen, das geht gar nicht. Außerdem haben wir wir haben schon Indizien dafür, dass dieser Prozess bereits im Gang ist. Ich meine, bezogen jetzt auf die Europäische Union, hatten wir seit 1990 ein Wirtschaftswachstum von 44%. Nicht gerade gewaltig, aber immerhin. Und gleichzeitig hatten wir einen Rückgang der CO2-Emissionen von 23%, bezogen auf die ganze EU. Jetzt sagen manche Leute, ja, das liegt ja an der Deindustrialisierung. Genau. Das liegt daran, dass wir die Industriearbeit exportiert haben nach China. Gilt aber nicht für die Bundesrepublik. Wir haben einen industriellen Handelsbilanzüberschuss. Wir sind ein komplettes Industrieland. Und für die Bundesrepublik ist dieser Prozess der Entkopplung sogar noch stärker zu beobachten, vor allem aufgrund von zwei Faktoren, nämlich steigende Energieeffizienz, vor allem in der Industrie, und dem
stürmischen Aufwuchs erneuerbarer Energien, also Substitution fossiler Energieressourcen durch sagen erneuerbare. Und also das ist natürlich eine offene Wette, ob wir diesen Wettlauf gewinnen mit dem sagen Klimawandel. Aber ich sehe gar keine andere realistische Perspektive, als auf eine solche radikale Veränderung unserer Produktionsweise zu setzen. Also diese ganze die Wachstumsdebatte traditionell, die bewegt sich ja nur im quantitativen Paradigma. Da geht es immer nur um mehr oder weniger. Das springt aber viel zu kurz. Wir müssen fragen, wie produzieren wir und konsumieren wir? Also nach der Qualität fragen. Ich will ja gar nicht darauf hinaus, mich jetzt mit Ihnen über die Frage zu streiten, ob das und wie viel Wachstum man grün haben kann. Was ich aber gerne wissen würde, wäre, sind Sie der Auffassung, dass wir, wenn wir auch vor dem Hintergrund der Diskussionen, die hier in den letzten anderthalb Tagen geführt wurden, dass wir tatsächlich Wachstum haben werden, qualitatives und quantitatives Wachstum, das uns politische Spielräume gibt? Also im Hinblick auf die Weltwirtschaft ist das überhaupt keine Frage. Da geht es nur um die Frage des Wie, nicht um Ob. Und für die Bundesrepublik und ich würde sagen für Europa insgesamt ist die Frage, in welchem Ausmaß wir teilhaben werden an diesem Wachstum der Weltwirtschaft und ob es uns gelingt, zu einem Vorreiter, zu einem Pionier zu werden einer nachhaltigen Produktionsweise. Wachstum ist für mich kein Selbstzweck. Ich würde nie sagen, unser Ziel ist es, maximales Wachstum zu sagen, erreichen, umgekehrt aber auch nicht. Ich finde es ein absurdes Ziel zu sagen, möglichst wenig oder gar keins oder negativ. Wachstum ergibt sich in einer marktwirtschaftlichen Ökonomie aus der Quersumme von Innovation, also Produktivitätssteigerung, Einsatz von Arbeitskraft und Einsatz von Kapital. So. Und Aufgabe von Politik ist es, die Weichen so zu stellen, dass wir ein möglichst hohes Maß an Innovation haben. Und das setzt auch voraus ein möglichst hohes Maß an Bildung für alle und gleichzeitig ökologische Leitplanken installieren, die dafür sorgen, dass diese Innovation in eine nachhaltige Richtung geht. Und unterm Strich haben das würde unsere politischen Spielräume erweitern angesichts unserer demografischen Veränderungen und den enormen Ausgaben, die in Zukunft auf uns zukommen für Gesundheit, Pflege, das auf eine Weise zu finanzieren, die Gesellschaft nicht in einen enormen Umverteilungskampf stürzt. Da würde ich gerne anschließen, Herr Esche, mit Ihnen. Herr Füchs hat ja gesagt, wir brauchen Wachstum, um politische Spielräume zu haben und auch nutzen zu können. Wie viel Wachstum brauchen wir denn, um die wie viel Spielräume brauchen wir? Fragen wir so rum, wie viel Spielräume brauchen wir, um tatsächlich eine nachhaltige Gesellschaft sein, werden zu können und auf der anderen Seite die Bedürfnisse und die Wünsche, die ja auch hier formuliert worden sind, an eine gerechte Gesellschaft am Ende auch einlösen zu können. Sie erwarten jetzt keine Zahlen, kriegen Sie? Nein. Ich meine, wovon wir relativ sicher ausgehen können, ist, dass das deutsche Wachstum auch auf eine längere Sicht nicht in den Himmel schießen wird. Also alle Prognosen, die ich kenne, sind irgendwas um und bei langfristige Produktivitätsentwicklungsrate, sagen wir mal 1,5%, 2%, so im langen Trend. Das sind damit kann man also keine Riesenspielräume produzieren. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir in unserem eigenen Land und umgeben sind von Faktoren oder uns zu tun haben mit Faktoren, die neue und auch neu dimensionierte Bedarfe an unsere Gesellschaft richten. Demografischer Wandel mit all dem, was da hinten dran steht in Bezug auf Pflege, auf Alterssicherung und so weiter. Die Frage der Sicherheit, die Frage der Länder, die uns umgeben. Wir haben vielleicht das nur ein kleiner am Rande. Wir haben ein gerade erhoben weltweit, wie sich Demokratien entwickeln. Wir stellen fest, dass das als Modell, als tragfähiges Modell überall auf dem Rückzug ist. Wir sehen das in unserer nahen Umgebung. Wir brauchen Mittel, um zu helfen, diese Länder wieder aufzubauen, wenn wir hier irgendwie weiterhin in Frieden leben sollen. Ich könnte das
verlängern. Strukturwandel der Digitalisierung ist eine Riesenaufgabe, die Infrastrukturbedarfe hat, die aber wahrscheinlich auch sozialpolitische Bedarfe hat. So, also über Spielräume zu reden, ist, glaube ich, vielleicht nicht die richtige Begrifflichkeit, weil das impliziert, als ob man sie hätte, mit denen man umgehen könnte. Ich bezweifle das unter der Maßgabe einer schwarzen Null. Auch das ist ein interessantes Framing. Die Null ist schwarz. Es gibt auch eine rote Null, die ist dann schon weniger gut. Ich hab noch nichts von der grünen Null gehört. Das ist vielleicht irgendwie ein neues Konzept, in dem man, keine Ahnung, Investitionen ganz woanders verbucht. Ja, das war schon ganz erfolgreich, diese schwarze Null. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber unter dieser Maßgabe geht es dann darum, und das ist das, was mich sagen, an der Diskussion, die ich gestern und heute teilweise dann verfolgt habe, irritiert. Es scheint so, als könnten wir uns immer nur noch überlegen, wie wir irgendwelche Überschüsse besser und weiter und zusätzlich verwenden können. Ich glaube, wenn wir darüber reden, über das, was an Bedarf ist, dann müssen wir gucken, was von dem, was wir alles tun, und das ist ja eine Menge, wir haben keine kleine Staatsquote, brauchen wir vielleicht in Zukunft nicht mehr oder nicht mehr in der Form? Welche neuen Projekte brauchen wir stattdessen? Und da vielleicht noch eine Bemerkung. Also ein Blick ist der zurück und wo wir auch in Bezug auf Verteilung stehen. Der andere Blick, der ja auch vielleicht mit politischer Perspektive dann wichtig ist, ist der Blick nach vorne. Ein Projekt, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, ist das Millennium Project von Jerome Glenn herum. Die machen immer alle paar Jahre einen großen Delphi weltweit. Wir haben jetzt so eine Sonderauswertung gemacht rund um das Thema Arbeit 4.0 und was die Experten weltweit dort auf uns zukommen sehen. Die Einschätzung dieser Experten im Delphi ist, innerhalb der nächsten 25 Jahre eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von jenseits 25%. Und aus dieser Idee der Nichtbeschäftigung, der unfreiwilligen, wenn man so will, Nichtbeschäftigung, dann die Einschätzung von über 60% dieser Befragten, ja, das bringt uns zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Oder zu einer Maschinensteuer. Oder der Maschinensteuer oder was auch immer. So, spannend für mich dann die Frage, welche Art des fundamentalen Umsteuerns müssen wir überhaupt gedanklich in den Blick nehmen und daraus tatsächlich ein Projekt machen, das einbetten in irgendeine Idee von einer Gesellschaft, soziale Marktwirtschaft 2.0, you name it. Das ganze Rahmen, Frame haben wir gestern gehört, ganz wichtig, und daraus eine überzeugende Geschichte machen, das habe ich noch nicht gehört. Habe ich auch woanders nicht gehört, aber hier halt auch nicht. Fratscher. Vielleicht so ein bisschen zu widersprechen, qualitatives, also nicht Ihnen, aber dieses Argument, wir brauchen Wachstum, um Spielraum für die Politik zu haben. Zum einen, glaube ich, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, wir messen Wachstum extrem schlecht. Die 4,5%, die Herr Füchs angesprochen hat, sind mit Sicherheit keine 4,5%, sondern vielleicht sind sie sogar nur 2,5%, vielleicht sind sie sogar negativ. Ein ganz konkretes Beispiel ist, wir messen Klimaerwärmung und die ganzen Schaden, der damit zustande kommt, praktisch überhaupt nicht. Also wir können das gar nicht abziehen von dem, was wir finanziell schaffen. Konkretes Beispiel, Sie haben eine Naturkatastrophe, weil es irgendwo Erderwärmung oder irgendwas Umwelteinflüsse gibt, die menschlich verursacht wurden, zerstören damit ganze Städte und Landschaften, die dann wieder aufgebaut werden müssen. Ja, aber jetzt, das ist ja dann auch ein Konjunkturprogramm. Also ich meine, aber es baut ja nur das wieder auf, was zerstört wurde. Es führt ja nicht zu mehr Wohlstand in dem Sinne, sondern es führt lediglich zu einem Ersatz, was eh schon mal da war. Ja, das stimmt. Ich wollte nur, ich habe Sie nur deshalb unterbrochen, weil natürlich kann man die Grundsatzdiskussion über Wachstum führen und fragen, was zählen wir da jetzt eigentlich und sind wir da gut oder schlecht unterwegs. Aber wenn wir uns die Frage stellen, wie wollen wir künftig, welches Wachstum wollen wir künftig? Können wir es uns aussuchen oder nehmen wir das, was kommt, um höhere politische Ziele? Sie haben das formuliert, das Thema Ungleichheit. Wir haben das Thema Klimawandel am Hacken. Wir haben das Thema Digitalisierung, wie Herr Esche gesagt hat, und eben vielleicht auch ganz grundsätzliche Fragen, wie eben eine Gesellschaft sich wandeln wird, in der 50% der Bevölkerung den Wandel gar nicht mehr nachvollziehen können, der da stattfindet. Also wenn man jetzt einfach mal mit den Unvollkommenheiten des Wachstumsbegriffs leben würde, wie viel Potenzial ist da und was brauchen wir? Also wir müssen ja eigentlich doch, wenn ich
Ihre Thesen ernst nehme und Ihr Buch ernst nehme, sagen, wir müssen gucken, dass wir wachsen auf Teufel komm raus, damit wir unsere Probleme lösen können und damit das einigermaßen geschmeidig geht und wir nicht die übliche, oder was heißt die übliche, wir nicht die Sigmar-Gabriel-Debatte führen müssen. Die Leute kriegen, die Flüchtlinge kriegen alles, wir kriegen nichts, die Benachteiligten kriegen alles, die Leistungsfähigen kriegen nichts, also diese deutsche Neiddebatte führen müssen. Was wir einen Spielraum dafür brauchen. Da war mein Widerspruch. Ich glaube, je mehr Spielraum der Staat hat, desto weniger Wandel wird es geben. Denn genau das entsteht im Augenblick. Es ist ja häufig so, das, was die Politik in den letzten 2,5 Jahren in Deutschland gemacht hat, war nichts anderes als Wahlgeschenke verteilen und Wandel zu verhindern. Ja, also wichtige Strukturreformen zu fragen, wie wollen wir unsere Wirtschaft umbauen, wie wollen wir unsere Gesellschaft umbauen, wie wollen wir mehr in Bildung, in Infrastruktur, also das, was sich langfristig wirklich auszahlt, das ist ja in den letzten Jahren nicht passiert. Und wieso? Weil wir das Gefühl haben, uns geht es doch gut, die finanziellen Spielraum ist riesig und die Bundesregierung oder die Politik allgemein, glaube ich, kann man sagen, hat letztlich die Bürger bestochen, doch bitte nicht stärker zu widersprechen. Und Sie haben aber das heißt, der Bürger ist korrumpierbar. Der Bürger ist korrumpierbar. Das Sozialpaket von Herrn Gabriel ist ja auch nichts anderes. Es ist zu sagen, wir stellen die Bürger ruhig, damit sie sich nicht beklagen, damit wir jetzt mehr Geld für Flüchtlinge ausgeben. Herr Schäuble macht es anders. Er sagt, wir brauchen eine höhere Benzinsteuer in ganz Europa, um für die Flüchtlinge zu zahlen. Auch das schürt wieder einen Verteilungskampf. Aber der Grund, weshalb wir in den letzten Jahren ja so wenig an Reformen gemacht haben, wenig grundlegende langfristige Reformen, ist ja, weil wir meinen, es geht uns so gut, die Gelder sind da, alle kriegen ein Stück vom Kuchen ab. Und Änderung gibt es dann erst, wenn die Sorge da ist, nein, der Kuchen ist nicht mehr da oder ich kriege kein Stück mehr davon ab. Wenn die Politik mit dem Rücken zur Wand steht, so wie wir das vor 10, 12 Jahren getan haben, dann findet Wandel statt, vielleicht nicht immer in die Richtung, die man haben will. Aber also meine These ist genau das Umgekehrte. Erst dann, wenn es wirklich der Platz eng wird, wenn nicht mehr genug Platz da ist, dann entsteht Wandel. Und kommt man dann zu gerechtem Wandel oder kommt man nur zu Wandel? Das ist immer sehr subjektiv. Man kann sagen, die Agenda 2010 war schlecht. Für einige Menschen war es das. Wirtschaftlich gesehen, gesamtwirtschaftlich gesehen, nicht verteilungsmäßig, gesamtwirtschaftlich gesehen war es für Deutschland wahrscheinlich gut. Es war wahrscheinlich notwendig, auch wenn viele Fehler begangen wurden. Aber diese Antwort ist immer sehr subjektiv. Herr Füchs, ich glaube, Winston Churchill war das, der gesagt hat, never waste a crisis. Also die Politik kommt nur in Krisen voran. Dann können Sie sich doch Veranstaltungen wie diese und Überschriften wie diese und die grüne Erzählung sofort sparen, sondern sagen einfach nur, in Krisen kommen wir voran. Ja, ich glaube, dass man gerade in Krisenzeiten sowas braucht wie eine große Erzählung. Also eine Verständigung, erstmal eine Auseinandersetzung und dann möglichst eine Verständigung darüber, wohin die Reise gehen soll. Und dass man mit einer rein pragmatischen Krisenbewältigung nicht wirklich die Dynamik von Veränderungen erzeugt, die nötig sind. Ich meine, in welcher gesellschaftlichen Stimmungslage befinden wir uns eigentlich? Wir sind in einer furchtsamen Gesellschaft, ja, die gleichzeitig jetzt trotz aller Kritik, die man an der Verteilung und an der Ungleichheit und mangelnden Chancen führen muss, aber die hat sozusagen das höchste Wohlstandsniveau und das höchste Maß an sozialer Sicherheit noch. So, und ist im Vergleich zu schon anderen europäischen Gesellschaften schon fast eine Insel von Stabilität. Und trotzdem gibt es so eine unterschwellig grassierende Angst, Furcht vor Veränderung. Ob das Globalisierung ist, dass man sich am langen Ende als Verlierer der Globalisierung sieht oder die digitale Revolution, wo dann solche Szenarien kursieren, 25-40% aller Arbeitsplätze werden wegrationalisiert, werden automatisiert, sagen in Zukunft, ob es die Flüchtlinge sind, die auch zunehmend jetzt als Bedrohung gesehen werden, da ist ja die Stimmung am Kippen. Ob es Freihandel ist natürlich auch eine Bedrohung. Also wir sehen uns umzingelt von Gefahren. Und Klimawandel gehört natürlich auch dazu. Und die ganzen anderen ökologischen Krisen, die damit zusammenhängen. Und in einer Stimmung von Furcht kriegen Sie nicht die Bereitschaft zu strukturellen Veränderungen, sondern dann rutschen wir in einen Kampf aller gegen aller.
und in einen zunehmenden Gruppenegoismus und diese Besitzstandsverteidigungsmentalität. Und das sehe ich als die größte Gefahr. Und dagegen braucht man tatsächlich ein paar, ich würde sagen, mittelfristige Visionen oder Realutopien, wohin wir uns als Gesellschaft sagen, verändern wollen, die auch ein bisschen Mut oder Zuversicht sagen, stiften können, dass die Zukunft nicht unbedingt schlechter sein muss als die Vergangenheit. Ich finde das als eine der beunruhigendsten Befunde der empirischen Sozialwissenschaft, dass wir zum ersten Mal an einem Punkt sind, wo die Mehrheit der Leute sagt, der nächsten Generation wird es schwerer haben, der wird es schlechter gehen. So, und dafür braucht man eben doch sowas wie eine große Erzählung, ob das diese Geschichte mit der ökologischen Transformation der Industriegesellschaft ist oder ein bisschen pointierter mit der grünen industriellen Revolution oder einer Teilhabegesellschaft mit starken öffentlichen Gütern, mit einem Bildungssystem, das wirklich Chancen für alle gibt, mit einer gut ausgebauten kulturellen Infrastruktur, die auch Zusammenhalt in der Gesellschaft stiftet und sowas wie Sinnproduktion möglich macht. Wir brauchen solche Visionen. Herr Fratscher, brauchen wir die wirklich? Also brauchen wir, Sie sagen, Angst oder die Krise bringt uns voran. Müssen wir mit dem Gefühl in die Krise gehen, wir haben eine große Erzählung im Nacken, an der wir uns dann festhalten können? Ja, ist das so? Ich würde übereinstimmen, dass man eine Vision braucht, dass man sagt, wo wollen wir hin in 10, 15 Jahren? Was müssen wir für Reformen machen? Was ist notwendig, um Wohlstand langfristig zu wahren? Ich glaube, das braucht man schon. Die Frage ist immer, natürlich gibt es diesen Verteilungskampf. Veränderung heißt immer, dass es Verlierer geben wird. Ja? Und wir sehen, und das ist, um auf eines der Themen des Buchs zurückzukommen, das Problem ist, dass halt viele gesellschaftliche Gruppen nicht mehr wirklich eine soziale, politische Teilhabe haben. Also es wird dieser Kurs, diese Entscheidung wird immer von immer weniger Gruppen getroffen und beeinflusst. Und die soziale Teilhabe, politische Teilhabe sieht man sehr stark, auch in Deutschland, hat in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten abgenommen. Ja, wir brauchen eine Vision, aber sie wird halt von immer weniger Menschen bestimmt und immer weniger haben Teil daran. Jetzt sind wir am grünen Kernthema eigentlich. Ne? Wir haben eine Gesellschaft, eine Partei, eine Bewegung, die sich der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet fühlt. Das haben wir heute auch gehört. Wir haben eine Gruppe von politisch Aktiven, von Wählern, die zu denen gehören, die in der Regel besser gebildet sind, denen es vergleichsweise gut geht, die sich politisch artikulieren können, die sich gesellschaftlich artikulieren können, die ins Theater gehen, die ihre Kinder zu guten Schulen schicken. Und die setzt sich jetzt hin und fordert und macht ein Programm für Menschen, die nicht zu ihnen gehören, die nicht die Grünen wählen, die nicht ähnlich sind wie diejenigen, die diese Diskussion führen, diesen Diskurs führen und die am Ende, und das ist jetzt die Frage an Sie, wenn man das mit Ungleichheit anguckt, ist der Reflex dann, wir machen auf und wir sagen willkommen und wir möchten tatsächlich gerne soziale Mobilität haben und wir möchten Ungleichheit bekämpfen, oder ist der Reflex dann Bildungsprotektionismus, Statusprotektionismus, um es mal auf zwei Wörter zu bringen, Hamburger Schulentscheid. Die Gefahr ist in der Tat da, dass die Ängste überwiegen, dass es zu einem Verteilungskampf kommt. Das heißt, wenn wir jetzt den anderen mehr Chancen geben, dann verlieren wir selber. Aber das muss nicht so sein. Ganz im Gegenteil. Die Frage ist ja, wir tun immer so den Automatismus, der mir sehr missfällt, ist zu sagen, wir haben eine hohe Ungleichheit in Deutschland bei Einkommen, bei Vermögen, bei Chancen. Ich glaube, das kann man nicht leugnen. Ich glaube, das ist ein breiter Konsens. Nur die Frage ist, wie geht man damit um? Macht man mehr Umverteilung, ja, von oben nach unten, versucht das zu machen? Und dann führt das natürlich zu Ängsten. Dann heißt es, okay, wenn umverteilt wird, das heißt eine stärkere steuerliche Belastung nach oben. Und es führt dann zu einem solchen Verteilungskampf und letztlich wird er nicht erfolgreich sein. Man wird nicht wirklich diese Umverteilung hinbekommen. Der deutsche Staat macht viel Umverteilung, er macht es aber sehr ineffizient. Viel wird umverteilt von Reich zu Reich, von Mittelschicht zu Mittelschicht. Man nimmt also ihnen Geld aus der rechten Tasche und tut ihnen einen kleinen Teil in die linke Tasche wieder rein.
Und ich glaube, gerade über die soziale Mobilität, über die Chancengleichheit kann man wirklich die Menschen mitnehmen und sagen, hier geht es eigentlich, es ist im Interesse aller. Wenn ich ein besseres Schulsystem habe, mehr Menschen mitnehme, muss ich niemandem damit schaden, sondern man kann wirklich im Prinzip alle besser stellen oder alle gesellschaftlichen Gruppen besser stellen, ohne ein Verteilungskampf. Das ist die Erzählung, die alle ganz gerne hören. Herr Esche, ist sie denn auch wahr? Ja, gibt es eine Alternative, ist die Frage. Ich glaube, die Geschichte ist draußen. Die muss bearbeitet werden. Ob sie zum grünen Markenkern wird, weiß ich nicht. Ist auch nicht mein Geschäft. Aber was, glaube ich, notwendig ist, damit sie überzeugend rüberkommt, ist, dass sie dekliniert ist. Also, dass man versteht, was ist dahinter gemeint, was wird denn für Konsequenzen damit verbunden, dass man eine Diskussion wahrnimmt, auch wahrnimmt, dass die Grünen sich wieder streiten, dass das aktiv ist, brodelt, dieses Thema. Und das ist meine Wahrnehmung als grüner Konsument sozusagen, kein Mitglied der Partei, aber irgendwie als jemand, der das im Zweifelsfall dann mit dem Kreuz kauft oder nicht, was sie anzubieten haben. Das war irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Und anders, was erstaunt, weil die Lage gibt es ja her. Also ich meine, die Themen sind da. Es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach nicht mehr wüsste, was man Wesentliches beitragen können sollte. Das ist ja alles da. Was wichtig ist, ist, dass Sie eine Position entwickeln, die irgendwie dekliniert und vermittelt wird. Und Herr Füchs, Sie haben jetzt genau 3 Sätze, um Herrn Esche zum grünen Wähler zu machen und danach würden wir dann gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, also wenn Sie sich schon mal darauf vorbereiten, dass Sie Fragen stellen sollen, Anmerkungen machen dürfen, dann sind Sie nach Herrn Füchs Wahlwerbung dran. Ich würde mich ja gerne noch mal ein bisschen mit meinen beiden Mitdiskutanten hier weiter unterhalten, aber ich versuche es mal auf 3 Sätze. Der erste, ich finde, die Grünen hatten bei der letzten Bundestagswahl keine wirklich überzeugende Gerechtigkeitserzählung, weil sie ihren speziellen Punkt nicht stark gemacht haben, nämlich die Bedeutung von öffentlichen Gütern, der sozialen und kulturellen Infrastruktur der Gesellschaft für soziale Teilhabe. Und daraus dann begründet haben, die Notwendigkeit auch in begrenztem Umfang, ich sage in begrenztem Umfang, mehr öffentliche Mittel zu mobilisieren für ein solches Infrastrukturprogramm. Es gab kein grünes Investitionsprogramm zur Wahl. Es gab nur ein Steuerprogramm. Und das war eine halbierte Geschichte. Und ich glaube, dass das mit eine Erklärung dafür ist, dass das nach hinten losgegangen ist, jedenfalls keine Überzeugungskraft entwickelt hat und es fehlten ein paar originelle Ideen. Wir können gerne auch noch mal über sein Grundeinkommen reden. Das war ja einmal ein Versuch. Ich bin davon nicht wirklich überzeugt, aber ich finde, man muss sich damit weiter auseinandersetzen. Eine andere Möglichkeit wäre ja Beteiligung am Produktivvermögen. Da würde mich auch die Position meiner anderen beiden Mitdiskutanten interessieren, weil die Ungleichheit in den Einkommen ist sehr stark bedingt, erstens durch Ungleichheit im Bildungssystem und zweitens durch die Ungleichheit in der Beteiligung am Produktivvermögen der Gesellschaft. Und warum sollte das nicht ein Projekt sein, zu sagen, wir wollen die Vermögensbildung breiter Schichten der Bevölkerung voranbringen, und zwar Beteiligung am Produktivvermögen? Sie meinen die T-Aktien. Ja, nicht nur Aktien. Das ist ja Quatsch, Sie sagen, das am Aktien eines Unternehmens festzumachen, aber zu glauben, wir könnten uns unabhängig machen von der Rentabilität unserer Volkswirtschaft, ist absolut ja auch irgendwie ein Kinderglaube. Das war auch wirklich eine flapsige Bemerkung, ich nehme Sie zurück. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich Herrn Fratscher und Herrn Esche noch mal gerade bitten, dazu Stellung zu nehmen. Und wenn Sie sich schon mal bereit machen, danach sind Sie dann aber auch wirklich dran. Herr Fratscher. Absolut, würde ich dem letzten Punkt übereinstimmen. Das Schockierende für mich ist nicht, dass die oberen 10% viel haben oder oberen 1% viel haben, sondern für mich ist das Problem, dass die unteren 40%
praktisch nichts haben, an Vermögen beispielsweise. Und hier, das ist für mich das Schockierende, dass, als ich im Buch gearbeitet habe, mir nicht bewusst war, dass wir Deutschen im internationalen Vergleich so schlecht dastehen. Ja? Also in den meisten anderen Ländern haben die unteren 40% deutlich mehr an Vermögen. Wir sind ein reiches Land eigentlich vom Pro-Kopf-Einkommen her und trotzdem haben wir wenig Vermögen. Wir müssen besser sparen. Alle, das liegt daran, dass die Renten nicht eingepreist werden. Also dass die Rentenansprüche nicht mitgerechnet sind. Auch das ist ein Mythos, der einfach nicht stimmt. Denn wenn man die Renten mit berücksichtigt, liegt Deutschland noch schlechter da im internationalen Vergleich, weil wir eine geringere Quote haben von 52%. Das ist das, was der durchschnittliche Deutsche, der in Rente geht, von seinem Lebenseinkommen bekommt, also jährlichen Einkommen bekommt. Das OECD-Durchschnitt liegt 64%. Also da würden die Ungleichheiten immer größer werden. Deshalb ja, bin bei Herrn Füchs, wir müssen besser Vorsorge betreiben, den Menschen Möglichkeit geben, mehr Vermögen aufbauen zu können. Dazu gehört auch Produktivität, wie haben Sie es genannt, Produktionskapital? Eigentum am Produktivvermögen. Aber da würde ich eher, wäre ich vorsichtig mit Modellen, wo man sagt, man macht alle zum Eigentümer und hat, also wenn man eine Aktie kauft, ist man ja auch praktisch mit einem Eigentümer. Immobilien ist für mich ein wichtiger Bereich, wo Deutschland besser dastehen könnte. Wir haben eine extrem niedrige Immobilieneigenheimquote, 40%, in Südeuropa sind zum Teil 80-90%. Und viele sagen, ganz schlechte Idee, Immobilien ist riskant. Aber es ist eigentlich langfristig gesehen eine sehr smarte Weise, Vorsorge zu betreiben und gibt viel Sicherheit. Jetzt endlich mal Widerspruch, da bin ich mir nicht so sicher, weil einem demografischen oder ein Land mit der Struktur, die wir hier haben, da auf Immobilien zu setzen, finde ich sehr fragwürdig. Ich fand das immer auch schwierig im Umfeld des Alterssparens und so. Sehr problematisch, aber im Grundsatz oder im Gegenteil, sich an dem Produktivteil zu beteiligen, halte ich für eine ganz wesentliche Sache. Und das, was Herr Füchs sagt, versuchen wir jetzt auch, versuchen wir eine Form zu geben und werden sogar nach Möglichkeit mit jemand aus Ihrem Hause berechnen, was denn, wie man sich an so etwas wie einen Deutschlandfonds, letztlich einen Deutschlandfonds vorstellen kann. Sie kennen vielleicht, das ist diesen mittlerweile ganz bekannten norwegischen Staatsfonds. Da kann man immer sagen, ja klar, die haben das Öl und wissen nicht, wohin damit. Wir haben auch Überschüsse international und wissen zum Teil auch nicht, nein, wir wissen vielleicht schon, wohin damit, aber das wäre durchaus auch eine sinnvolle Verwendung. Da könnte man Investitionen möglicherweise abbilden, im Sinne dieser grünen Null, ich weiß es nicht. Und tatsächlich dann auch wieder zu sowas wie einer Verzinsung führen. Aber das wollen wir kalkulieren und eine Idee entwickeln, wie sowas gehen könnte. Sie spielen darauf an, dass die Deutschen sparen wie verrückt, aber am Ende trotzdem komischerweise kein Vermögen bilden damit. Meine Damen und Herren, Fragen, Anmerkungen und Bemerkungen. Wenn Sie bitte immer kurz sagen, wer Sie sind und was Sie sagen wollen, dann kriegen Sie auch eine Antwort. Ja, hallo, mein Name ist Hedrick Jürgensen, ich bin Stipendiat bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich möchte zu Postwachstum noch ein weiteres Post hinzufügen, nämlich Postmaterialismus. Es gibt ja immer die Sinus-Milieu-Studien und Postmaterialismus ist eine der Milieus, die da erfasst werden und das korreliert dann mal ganz gut mit der grünen Wählerschaft. Wäre es da nicht auch ein guter Ansatz, wenn die Grünen oder so das grüne Spektrum, in dem wir uns befinden, sich das nicht mehr auf die Fahnen schreiben würde und vielleicht auch nicht nur guckt, Umverteilung oder irgendwelche Steuern, was haben die für einen monetären Benefit für uns, sondern macht es vielleicht einfach unsere Gesellschaft, unser Land lebenswerter, zum Beispiel indem es sozialen Frieden schafft. Vielen Dank, Herr Jürgensen, für den Hinweis. Wenn die Grünen aus ihrem Klientel rauswachsen wollen, müssen sie ins hedonistische Milieu reinwachsen. Und das ist das Einzige bei Sinus, was ständig wächst. Also die Leute, die einfach noch mehr konsumieren wollen. Weitere Anmerkungen bitte. Bitte schön. Mein Name ist Langmeier, bin Diplom-Volkswirt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Und zwar zum Thema Angst, warum hier in der Bevölkerung so eine starke Angst verbreitet ist. Das hängt mit den fehlenden Antworten zusammen. In den Mittelschichten, die Mittelschichten sind stark verunsichert durch die Nullzinsen. Die Nullzinspolitik, sie wissen nicht, wie es weitergeht, warum das so ist, wohin das führen soll. Daraufhin gibt es keine Antworten. Sie haben aber Angst, dass das dazu führt, dass sie geschädigt werden. Zweitens, die Unterauslastung im Euroraum. Wir haben seit 2008 haben wir im Durchschnitt 15% Produktion verschenkt im Euroraum.
Wenn man es zusammen addiert, sind das ca. 100% bis 2015. Das sind ungefähr 9.000 Milliarden Euro, die praktisch nicht produziert worden sind, weil die zuständigen Stellen, die die Wirtschaftsmaschinerie steuern sollen, nicht in der Lage sind, das effizienter auszulasten. Das Dritte ist, das Handeln der Zentralbank ist auch für viele Menschen nicht erklärbar. Warum erzählt man nicht, warum die Zentralbank was macht, welche Ziele sie hat, wo führt das hin? Dann das Problem der Verschuldung. Herr Langemeier, Sie müssen mal langsam Schluss machen, sonst kommen wir mit Antworten gar nicht hinterher. Genau, ja, vielen Dank. Ja. Ich habe Ihre Punkte aber hier zu Protokoll genommen. Eine Frage können wir noch mitnehmen, wenn Sie möchten, oder eine Anmerkung. Sonst fangen wir, ich sehe jetzt, bitteschön, der Herr ganz hinten links. Moin Moin, Alexander Mayer ist mein Name. Ich bin hier Student des Bachelorprogramms Wirtschaft und Politik an der HTW in Berlin und sonst jetzt nicht irgendwie assoziiert mit der Böll-Stiftung oder sowas. Sie müssen sich nicht entschuldigen, ist okay. Nö, ich entschuldige mich nicht, aber mir fällt zu all den Utopien, die Sie hier so verkaufen, sich so ein bisschen vorstellen, irgendwie die Frage ein, dass die Utopien, die sich die Grünen oder die man sich im Umfeld der Grünen immer so vorstellt, die von Multikulturalismus und solche Geschichten, die funktionieren ja in der Realität, das sieht man heute in Stadtteilen auch in Berlin, nicht besonders gut. Ja? Dass dort in Stadtteilen wie Friedrichshain-Kreuzberg zum Beispiel so dieses Grünwäldermilieu, das dort lebt, seine Kinder selbst nicht gerne zur Schule schickt, also an Schulen mit einem zu hohen NDH-Anteil, mit einem zu hohen Migrantenanteil, solche Geschichten. Und es scheint irgendwie, als ob dieses Grünmilieu gerne den Auswirkungen ihrer eigenen Politik aus dem Weg geht. Ja? Also man, und mir, Mich würde interessieren, wie Sie das bewerten. Ja, also man hat so Utopien auch vor sich, wie zum Beispiel... Ich glaube, wir haben Sie schon verstanden, Herr Mayer. Ich glaube, Herr Füchs hat sich schon verstanden. Herr Füchs, fangen wir mit Herrn Mayer gleich an. Brokkoli essen, SUV fahren, Gleichheit fordern, Kinder in die Waldorfschule schicken, in Friedrichshain auf dem Biomarkt einkaufen und trotzdem einen großen Hund haben. Ich meine, was ist das für eine Vorstellung von, oder für eine Erwartung? Ich glaube gar nicht, dass der Herr Mayer diese Erwartung hatte, aber Sie suggerieren Sie jetzt, dass die grüne Wählerschaft irgendwie eine völlig moralisch konsistente Lebensweise führen würde. Ist ja absurd. Wenn wir leben alle in unterschiedlichen Schizophrenien. Selbst diejenigen, die den Postmaterialismus sagen, reklamieren, wenn man mal den ökologischen Fußabdruck sich anguckt, der alleine durch Ausbildung im Ausland verursacht wird und diese ganzen internationalen kosmopolitischen Netzwerke, in denen sich diese Generation bewegt, ist auch nicht mehr so ganz eindeutig. So, das heißt, wir gehen mit Widersprüchen um und zum Teil gibt es einen Widerspruch zwischen politischen Überzeugungen und dem, was man dann bereit ist, tatsächlich zu tun. Das hat sich auch in der Steuerdebatte gezeigt, dass eben auch Teile der Grünen Wählerschaft irgendwann gesagt haben, hoppla, das betrifft ja mich, damit bin ich nicht einverstanden, obwohl ich im Prinzip für Umverteilung bin. Das betrifft sagen, ökologische Lebensformen, wo sie eigentlich immer diese Spaltungen haben, dass die Leute zum Teil, zum Beispiel in ihrer Ernährung oder Verzicht auf das eigene Auto, SUV-Fahrer finden sie kaum im grünen Milieu, tatsächlich versuchen, ökologisch vorbildlich zu leben. In anderer Hinsicht tun sie es eben nicht. Sie haben große Wohnungen, sie reisen und so weiter und so weiter. Das finde ich auch vollkommen. Das ist, gehört zur Moderne, diese Art von Widersprüchen. Und wir sind keine Kirche, die jetzt von ihren Leuten verlangt, dass sie alle nach einer bestimmten Geboten, nach den 10 grünen Geboten irgendwie ihr Leben zu gestalten haben. Aber bringen Sie das nochmal zusammen mit haben. Mit dem Multikulturalismus ist es auch ganz ähnlich. Sie haben diese unglaubliche Welle an Hilfsbereitschaft
für die Flüchtlinge gehabt, an praktischer Solidarität. Da würde ich mal sagen, ist das grüne Milieu ziemlich stark engagiert gewesen. Und gleichzeitig gibt es natürlich die Phänomene, die Sie beschreiben, auf die dann Politik eine Antwort geben muss. Ja, ich bin auch nicht begeistert davon, dass wir eine so hohe Ungleichheit zwischen Schulen haben, was den Migrantinnenanteil sein angeht. Das führt dann natürlich zu Ausweichreaktionen. Oder Sie müssen eben, was zum Teil ja auch geschieht, wenn auch nicht hinreichend, Sie müssen gegensteuern. Sie müssen dann sagen, okay, Schulen mit einem hohen Anteil von Migrantenkindern haben eben deutlich geringere Klassengrößen, haben mehr Lehrerstundenzuweisungen, haben mehr Freizeitangebote und werden zu Ganztagsschulen gemacht, damit sie attraktiver werden. Das heißt, wir brauchen politische Antworten auf diese realen Widersprüche des Alltags. Was aber heißt, die anderen Schulen haben dann größere Klassen, haben keinen Nachmittagsunterricht? Natürlich bin ich für kompensatorische Maßnahmen, weil sie sonst tatsächlich in extreme Ungleichheiten rutschen. Herr Jürgensen hat das Gegenstück zu Herrn Mayer formuliert, nämlich die Frage, ob die grünen Utopien, das Sinusmilieu der nachhaltig Lebenden, ob das eben nicht für die Grünen stärker auch für die eigene Erzählung instrumentalisierbar, hat er nicht gesagt, aber nutzbar ist. Zwei, drei kleine Bemerkungen dazu. Erstens müssen wir schon mal aufpassen, dass diese postmaterielle Wirklichkeit eben längst nicht für alle Teile unserer Gesellschaft gilt, sondern wir viele, viele Millionen von Leuten haben, bei denen es nach wie vor darum geht, dass sie ihre materiellen Bedürfnisse auf eine anständige Weise befriedigen können. Und nicht uns da in so eine Scheinwelt von vielleicht 15% oder so einsperren. Das andere, natürlich, wenn es bei uns wirtschaftliches Wachstum in Zukunft gibt, dann wird es vor allem in diesen sogenannten postmateriellen Sektoren stattfinden, also sozialen Dienstleistungen, Bildung, Kultur, Gesundheit. Neuerdings reden wir allerdings auch von Wohnungsbauprogrammen, habe ich gehört, was schon eine Form von materiellem Wachstum wieder wäre und wo entscheidend ist, wie eigentlich diese Wohnungen gebaut werden, ob man sie jetzt so billig wie möglich baut mit Energiestandards, die heute schon überholt sind, oder ob man mehr Geld in die Hand nimmt und sie dafür zukunftsfähig macht. Also ich halte nicht so viel von dieser Achse als Orientierung für Politik und schon gar nicht global gesehen, wo 80% der Menschheit gerade auf dem Weg ist, ihren materiellen Wohlstand zu verbessern. Und vielleicht noch eine kleine Bemerkung vorhin zu Herrn Fratscher. Ich meine, worin ich Ihnen recht gebe, ist, dass wirtschaftliches Wachstum nicht gleichzeitig Wohlstandssteigerung ist. Aber dass wir es mit massiver Steigerung von Wirtschaftsleistung zu tun haben und in den nächsten Jahrzehnten zu tun haben werden, ich nenne nur mal das Stichwort Urbanisierung, daran kann es für mich überhaupt keinen Zweifel geben. Herr Fratscher, wollen Sie sich mit dem Thema Ängste der Mittelschicht auseinandersetzen, Nullzinsen, die eben möglicherweise das Wachstum oder den Wohlstand, den man vor Augen hat, wieder auffressen oder wegnehmen. Eine Zentralbank, die undurchsichtige Entscheidungen fällt und Produktionskapazitäten, die nicht ausgelastet sind. Herr Langemeier, so ein bisschen hört sich das nach DDR angehört. Ne? Der Staat steht da und sagt, jetzt lastet ihr mal zu 100% aus. Wenn man das aber wegnimmt, die Frage, wie viel Ressourcen vergeuden wir oder wie viel Potenzial vergeuden wir, dann ist man ja dann doch wieder bei einer Frage, die im Herzen der Marktwirtschaft auch zu Hause ist. Absolut, vielleicht fange ich damit an. Wieso ist die Krise in Europa so gering und wieso kommen wir da nicht raus? Sie haben es beschrieben, riesige, wir nennen es Produktionslücke. Nehmen Sie Italien, italienische Volkswirtschaft ist seit Anfang 2008 um 9% geschrumpft, also produziert heute 9% weniger als damals noch. Man sieht, wie riesig über die Jahre diese Produktionslücke oder das entgangene Potenzial ist. Und wieso gelingt es nicht, das wieder anzustoßen? Wir können das natürlich nicht staatlich planen. Wir haben eine Marktwirtschaft, es geht um private Akteure, die auf der einen Seite Vertrauen verloren haben. Das ist sicherlich ein Element.
Das Zweite ist, wir haben nach wie vor eine tiefe Banken- und Finanzkrise. Banken, die nicht funktionieren. Wir haben viele Fehler begangen nach 2008. Wir hätten viel mehr Banken schließen müssen. Wir hätten viel mehr Banken konsolidieren müssen. Das ist das, was wir jetzt schmerzvoll Schritt für Schritt nachholen. Wir hätten den Amerikanern ihren Weg folgen müssen. Die haben das damals sehr radikal gemacht. Sie haben es auch kurz im letzten Punkt angesprochen, Überschuldung von Unternehmen, aber auch von Staaten, auch zum Teil von privaten Haushalten, nicht unbedingt in Deutschland. Deutschland ist das weniger ein Thema. Und das bedeutet, dass zum einen Unternehmen, die gerne investieren wollen, nicht an Kredite kommen, weil die Banken einfach nicht solide genug aufgestellt sind oder Kreditbedingungen verlangen von Unternehmen, die Unternehmen nicht erfüllen können. Und hier setzt im Prinzip die EZB an, die Zentralbank, die Geldpolitik und sagt, damit die Wirtschaft, damit sie ihr Ziel der Preisstabilität erreichen kann, müssen die Kredite von Banken an die Unternehmen fließen. Und natürlich hängt es auch davon ab, wie gut die Banken an Kredite von der EZB kommen. Also das ist im Prinzip der Mechanismus. EZB gibt Geld an die Banken geben das weiter an Unternehmen. Und deshalb setzt die EZB die Zinsen immer weiter runter, versucht den Banken im Prinzip das Geld, wie sagt man das jetzt politisch korrekt, also viel Geld irgendwo reinzustecken, also dass sie wirklich genug Liquidität hat, das zu vergeben, gelingt nur sehr begrenzt, weil halt viele Banken nach wie vor nicht nachhaltig sind. Aber das ist die Aufgabe der EZB, ist das zu tun, alles zu versuchen, ihrer Macht, diese Liquiditätsvergabe, dass Unternehmen und Menschen wieder an Kredite kommen, investieren können, Nachfrage generieren können, Beschäftigung schaffen können, Arbeitslosigkeit abbauen können, damit Unternehmen wieder Steuern zahlen, der Staat hat höhere Einnahmen, kann Schulden abbauen, Banken können wieder gesundenweise weniger faule Kredite haben. Das ist die Idee dahinter. Und die EZB macht keine Geldpolitik für Deutschland. Es ist völlig richtig. Wenn wir Deutschland unsere eigene Währung hätten, dann hätten wir keine Nullzinsen und hätten auch keine Anleihenkäufe. Aber wir haben nun mal eine gemeinsame europäische Geldpolitik, wir haben eine gemeinsame Währung. Und das heißt, die Europäische Zentralbank muss ganz Europa berücksichtigen, also die ganze Eurozone, die Währung haben. Und in Südeuropa, ich habe es eben mit Italien beschrieben, Spanien ist ein bisschen besser dran, Frankreich ist nicht gut dran, von Griechenland wollen wir gar nicht reden. Und das müssen wir in Deutschland einfach mal kapieren. Es geht nicht nur hier um uns, sondern es geht um die gesamte Eurozone und langfristig haben wir kein Interesse daran, dass wir zwar höhere Zinsen haben und wieder ein bisschen mehr Geld fürs Ersparte bekommen, aber die Wirtschaft geht den Bach runter und da werden wir dann langfristig auch einen hohen Preis für zahlen. Also letztlich ist es ein Trade-off zwischen, will ich einen guten Zins haben, dass ich ein bisschen Vorsorge betreiben kann oder wollen wir, dass die Wirtschaft sich in Europa erholt und damit natürlich dann auch höhere Einkommen, sicherere Jobs in Deutschland bedeuten. Sehr schön. Hinter der Frage meines Erachtens steckt noch eine zweite Frage und das ist der Umgang mit Komplexität. Also das, was Sie gerade gehört haben, deckt dann ja auch nur noch einen schmalen Teil von dem ab, wie es tatsächlich ist. Alles noch viel komplizierter als das, was Sie gerade in der Zusammenfassung gesagt haben. Und es gibt auf der anderen Seite eine Sehnsucht nach einfachen Antworten. Und die einfache Antworten liefern, haben im Moment einen unangenehm hohen Zuspruch. Ja. Ich glaube nicht, dass sich das auf Dauer lösen lässt, weil die Komplexität wird sich nicht danach verhalten, wie wir es gerne hätten. Die wird eher weiter zunehmen als abnehmen. Und wir müssen Wege finden, wie wir Komplexität so runterbringen, so erklären können, dass wir glaubwürdig bleiben, geradlinig bleiben und trotzdem dieses starke Bedürfnis in irgendeiner Form, diesem starken Bedürfnis Rechnung tragen. Die Grünen aus meiner Sicht haben an der Stelle, wenn man so will, eine Art von Vorteil, weil ich von ihnen sagen, kompliziertere, intellektuellere Antworten erwarte, als es vielleicht von anderen Parteien der Fall wäre. Oder genau andersrum, Herr Füchs. Sekunde, noch eine Bemerkung zu dem Thema Postmaterialismus. Was, glaube ich, noch wichtig ist dabei, dass, wenn man dem nachgeht, heißt das, dass sie sozusagen einen ziemlich fundamentalen Vertrag kündigen, an dem relativ viel hängt. Das ist die gesamte soziale Sicherung, die darauf aufgebaut ist, dass sich niemand ausklingt über Generationen hinweg. Das verpflichtet sie per se erstmal zu nichts. Wir müssen uns klar werden, wenn das sozusagen als Modell sich so verändert, dann müssen wir uns grundlegende Gedanken machen, wie wir es denn aufbauen. Vielleicht müssen das die Grünen tun. Ich würde gerne ihren vorherigen Gedanken nochmal aufnehmen und an Sie richten, Herr Füchs. Wenn es darum geht, komplexe Situationen auszuhalten, dann gibt es ja
historisch und vielleicht eben auch so den Menschen eigene Mechanismen damit umzugehen. Man reduziert Komplexität einerseits, indem man sagt, Angela Merkel, die versteht das alles und die wird das irgendwie richten, also indem man irgendjemandem vertraut oder Herrn Füchs vertraut, ist ja egal, also indem man das einfach auf eine Person projiziert oder, und das ist ja im Grunde das, was Sie im Moment tun, nach der großen Erzählung, nach einem Narrativ sucht, was Menschen mitnimmt, was sie vereinnahmt, was sie am Ende eben auch auf einem Pfad hält, auch wenn Sie sagen, wir verstehen das nicht alles, wir glauben an die Geschichte. So richtig, was ist jetzt die Geschichte, an die ich glauben soll? Ja, also vielleicht fangen wir mal damit an, dass ich nicht von Weltanschauung rede. Aber das tut keiner, wenn man über Geschichten redet. Ja, also sagen, wenn ich sage, man braucht schon große Erzählungen, ich würde es auch im Plural sagen, dann heißt das nicht irgendeine geschlossene Weltanschauung oder eine Ideologie. Das wäre tatsächlich nicht nur irreführend, sondern gefährlich. Das haben wir im 20. Jahrhundert zur Genüge erfahren. Also der Versuch, die Totalalternative zu beschreiben und zu erzwingen, führt zu ziemlich hässlichen Konsequenzen. Aber doch nicht notwendig. Konsequenzen. Ja, doch, wenn es sozusagen den Charakter einer geschlossenen Ideologie hat, würde ich schon sagen, steckt darin fast eine gewisse Zwangsläufigkeit, dass das zu totalitären politischen Konsequenzen führt. Worum es mir geht, ist, dass man ein paar lange Linien beschreibt. Man könnte auch sagen, ein paar Leitlinien von gesellschaftlicher Zukunft, von gesellschaftlicher Veränderung. Das wird sicher auch nicht ohne Reibungen zwischen diesen Linien passieren. Sagen die ökologische Erzählung, die ist für mich jedenfalls doch ziemlich klar, was da die Herausforderungen für die nächsten 30, 40 Jahre sagen ist. Es ist schwieriger in gesellschaftspolitischen Fragen im engeren Sinn. Da kreist, das ist ja in den letzten anderthalb Tagen auch immer wieder diskutiert worden, viel um den Begriff der Teilhabegerechtigkeit. Das ist so eine Kombination von Chancengerechtigkeit, auch Verteilungsgerechtigkeit, aber sehr stark eben geknüpft an öffentliche Institutionen und Güter und nicht unbedingt an private Haushaltseinkommen. Das unterscheidet eine grüne Erzählung von sozialer Gerechtigkeit auch von traditionell linken Erzählungen, wo es doch sehr stark sich auf Einkommensumverteilung dann reduziert. Tatsächlich hängt Ausschluss und Einschluss in unserer Gesellschaft weniger am individuellen Einkommen, sondern an der Frage, ob man Zugang hat zu bestimmten öffentlichen Gütern, angefangen von frühkindlicher Bildung über berufliche Qualifizierung bis hin zu, ich würde sagen, öffentlicher Verkehr. Wenn Leute abgehängt sind in ihren Wohnquartieren von einem attraktiven öffentlichen Verkehrsanschluss, dann ist das auch eine Form der Exklusion, ja, die Teilhabe an gesellschaftlichem Leben erschwert. Also diese, ich würde sagen, republikanischen Institutionen wieder stark zu machen, das, was wir als Bürgerinnen und Bürger gemeinsam haben, bis hin zu den öffentlichen Räumen in den Städten, die eben nicht privatisiert werden sollen, sondern als öffentlicher Raum funktionieren, der nicht beherrscht ist von Autos, das ist auch Teil dieser Erzählung. Das ist, glaube ich, so eine Leitlinie, an der man sich entlanghangeln kann. Dank. Ich finde, also für meinen Geschmack ist das jetzt noch ein bisschen drisch als Erzählung, aber ich nehme das schon mal als Anfang. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt einen Last Call für Sie. Drei Fragen können wir noch vertragen. Dann müssen wir auch hier in die Schlussrunde gehen, weil wir nämlich pünktlich fertig werden müssen. Bitte schön. Einmal, dann gucke ich nochmal. Ich sehe sonst zweimal die Dame hier im Mittelgang und einen Wiederholungstäter. Da würde ich Sie aber da würde ich Sie um Verständnis bitten. Wir nehmen dann einfach diejenigen, die noch nicht dran waren. Ja, bitte schön.
Albert Reinhardt, Politikschule Internet im Agenda 21-Prozess. Also die, es wurde gerade gesagt, wenn das Vertrauen fehlt, kann ich das auf Personen orientieren oder eben auf die Erzählung. Und für beides plädiere ich im Hinblick auf unsere Jugend. Also wir müssten unserer Jugend so viel Vertrauen entgegenbringen, in die Erzählung unserer Zukunft zuzumuten, in Anführungszeichen. Also sprich, dieses kulturelle Lernen in die Gesellschaft zu wechseln. Ja, wenn wir das in der Schule damit verbinden, Herausforderungen für Jugendliche zu setzen, sich ihre Zukunft vorzustellen und sich mit der politischen Ebene zu verbinden, sprich Gesetzesvorlagen zu erarbeiten auf den verschiedenen Verantwortungsebenen für die Jüngsten auf der kommunalen, dann gestaffelt Landesebene, Bundesebene, haben wir Bürger, die das System sind. Ja, jeder Bürger repräsentiert dann das System und nicht mehr nur die Politiker. Und das ist eine Rückbindung, die uns dann auch über Krisen hilft. Also wir verändern sozusagen unsere Position aus der Risikogesellschaft und wechseln in die Resilienzgesellschaft. Vielen Dank, Herr Reinhardt. Bitte schön. Ja, nehmen Sie einfach das, was Ihnen am nächsten liegt. Ja, Ole Meinefeld, mich würde einfach noch mal interessieren, Frau Weidenfeld, Sie hatten das gerade als Kommentar auch zu dem Erzählungsversuch von Ralf Füchs gesagt, dass da fehlt Ihnen noch irgendwie etwas. Und Herr Escher hat anfangs was Ähnliches gesagt. Also mich würde einfach interessieren, was fehlt da aus Ihrer Sicht? Ja, das gebe ich dann an Herrn Escher weiter. Schade. Und dann, wenn Sie das Mikrofon einfach nochmal rausgeben, auf den anderen Rand, genau. Bitteschön. Genau. Jonathan Gürtler, mein Name, hallo, ich bin Stipendiat der Böll-Stiftung und ich hätte auch eine Frage an Herrn Füchs und zwar geht es auch um die Idee des grünen Wachstums, Green Economy, was auch sehr mit dem Postmaterialismus oder Postwachstum zusammenhängt und zwar, was sagen Sie denn dazu, dass unser Wirtschaftssystem noch nie so effizient und produktiv gearbeitet hat wie heute, der Ressourcenverbrauch aber auch noch nie so hoch war wie heute und ist dieses Effizienzparadigma wirklich die Lösung für unser Problem oder läuft es automatisch aus Zwang auf ein Postwachstum oder auf einen Postmaterialismus hinaus? Vielen Dank. Danke. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich jetzt Sie zur Schlussrunde einladen und jedem von Ihnen eine dieser drei Fragen ans Herz legen. Herr Fratscher, Ihnen würde ich die Frage gerne von Herrn Reinhardt ans Herz legen, der ja gesagt hat, wir müssen die Beteiligung über alle Stufen und alle Ebenen hinaus ausbauen und ausdehnen und müssen eben eine Erzählung finden, die die Jugend gewinnt. Welche Bedingungen müssen dafür stimmen? Auch was das Thema Ungleichheit, was das Thema Beteiligung betrifft. Also wenn Sie auch vor dem Hintergrund Ihrer Forschung sagen sollten, was sind die wichtigsten Punkte, um dafür zu sorgen, dass eben tatsächlich jeder resilient wird, also widerstandsfähig gegen Schocks aller möglichen Art. Was ist da das Wichtigste? Keine leichte Frage. Ich muss überlegen, wie ich das beantworte. Ich glaube, das Erste, was mich auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder überrascht hat, war, ich weiß nicht, wer von den Jüngeren kennt den Begriff, wahrscheinlich keiner mehr, das aber in unserer Generation immer hieß, unsere Eltern gesagt haben, wir wollen, dass unsere Kinder es mal besser haben als wir. Das war so ein klassischer Spruch in den 70er, 80er Jahren. Und in meisten Fällen stimmte es auch. Ja? Also wir haben viel bessere Bildungschancen gehabt, viel bessere Bildungsabschlüsse bekommen, in meisten oder in vielen Fällen als die Eltern. Und heute stimmt das eigentlich nicht mehr. Aber heute machen 50% Abitur. Also wir haben nach OECD, ich sehe gerade, das sind die Nachbarn hier, nach OECD-Studie steht Deutschland im internationalen Vergleich mit am schlechtesten da. Nur die Tschechische Republik steht unter den Industrieländern noch schlechter da, was betrifft, ob die Kinder vom Bildungsabschluss einen besseren Bildungsabschluss bekommen als die Eltern. Und also im internationalen Vergleich steht Deutschland heute vergleichsweise schlecht da. Und das Gleiche gilt natürlich für Einkommen. Wir haben eine unglaublich hohe Persistenz von Menschen, die in ihren
gesellschaftlichen Gruppen verbleiben. Ich komme wieder auf das Thema Chancen zurück, weil das genau das ist, wenn Menschen das Gefühl haben, ich bin hier in diese gesellschaftliche Gruppe reingeboren, ich habe eigentlich keine wirkliche Chance, mit meiner eigenen Kraft, meiner eigenen Motivation mich da rauszuziehen. Wenn Sie jetzt aus der Analyse raus sollen und die Antwort geben sollen, was muss man tun? Wir müssen, ich glaube, drei Dinge sind für mich wichtig. Einmal massive Veränderung, Investition und Veränderung des Bildungssystems. Gerade frühkindliche Bildung legen wir viel zu wenig Wert drauf. Da werden die Weichenstellungen gesetzt, da sind die Renditen, so wie wir Ökonomen das nennen, für 1 Euro Ausgaben viel, viel höher als in dem Universitäts- oder Sekundärbereich. Zweiten und natürlich mehr Ganztagsschulen, also gerade die Kinder mitzunehmen, die Nachteile haben, viel mehr Durchlässigkeit des Schulsystems, dieses dreigleisige Schulsystem ist ein Fehler, also Bildungssystem ist ein großes. Lassen Sie mich 2 andere ganz kurz nennen, Steuerbereich haben wir noch gar nicht gesprochen, Steuergerechtigkeit in dem Sinne, nicht Gerechtigkeit, was ist richtig oder falsch, sondern wir haben ein Steuersystem, das systematisch gegen bestimmte Gruppen Nachteile schafft. Nehmen Sie Besteuerung von Kapital und Arbeit, 25% auf Kapital bis zu 45% auf Arbeit. Nehmen Sie das Thema Erbschaftssteuer. Ich will gar nicht sagen, wir sollen jetzt da mehr, die Oberen mehr belasten, bin ich sehr vorsichtig, weil das um hier auch eine Substanzbelastung geht. Aber wenn Sie 100 oder 10.000 Euro von Ihrer Tante erben, zahlen Sie wesentlich mehr Erbschaftssteuer, als wenn Sie 10 Millionen von Ihrer Tante erben und dadurch ein Unternehmen haben. Also es geht hier eigentlich eher um, im Englischen sagt man Level Playing Field, also gleiche Bedingungen zu schaffen im Steuersystem. Und dritter, ganz schnell, ganz kurz, Arbeitsmarkt. Wir haben nach wie vor nach den Arbeitsmarktreformen viele Menschen, gerade Langzeitarbeitslose, die vergessen wurden, Flüchtlinge ist ein neues Thema, das natürlich dazukommt. Aber das wären so für mich die 3 wichtigsten Bereiche. Und jetzt machen Sie mir daraus bitte noch eine grüne Antwort. Wie kann man, nein, jetzt aber wirklich ganz ernsthaft, wie kann man, wenn man das möchte, also wenn man sagt, Bildungsexpansion, Bildungsgerechtigkeit ist eines der ganz zentralen Themen. Wir hatten es eben schon mal mit den Waldorfschulen und wir hatten es auch schon mal mit dem Hamburger Schulentscheid. Wie kann man dafür sorgen, dass sowas eben am Ende nicht nur eine Forderung ist, der alle zustimmen und alle sagen, super wichtig, sondern dass auch alle es tatsächlich mittragen, dass alle sagen, okay, ich nehme das dann eben hin, dass in meiner Schule die Klassen größer sind, damit in der Nachbarschule, wo die Flüchtlingskinder sind, die Klassen kleiner sein können. Ich nehme das hin, dass in meiner Schule der Nachmittagsunterricht zusammengestrichen wird, damit in der Nachbarschule, wo sozial Benachteiligte sind, der Nachmittagsunterricht ausgedehnt werden kann. Und ich nehme es hin, dass ich möglicherweise entweder in meiner Schule eine größere soziale Durchmischung hinkriege, also auch in meiner Waldorfschule, oder ich bin auch bereit, meine Kinder, wenn ich schon in Kreuzberg wohne, die auch in Kreuzberg zur Schule zu schicken und nicht zum grauen Kloster. Nur das, was Sie beschreiben, ist wieder der Verteilungskampf. Sie sagen, müssen der einen Schule was wegnehmen, müssen die Nachmittagsschule streichen, wenn wir die anderen das haben können. Genau da liegt. Also da müssen wir Steuern erhöhen. Wir müssen nicht Steuern erhöhen. Wir müssen eine Umverlagerung haben von Sozialausgaben hin zu öffentlichen Investitionen. Jetzt weiß ich, das mögen viele nicht, den Begriff Sozialausgaben. Nehmen Sie die Rentenreform, die wir vor 2 Jahren gemacht haben. 10 Milliarden Euro. Ja. Jetzt nehmen Sie den Rentnern mit 63 und den Müttern das Geld wieder ab und dann sind alle begeistert und wählen Sie. Mich muss keiner wählen, ich will auch gar nicht gewählt werden. Ich versuche ja nur irgendwie zu sagen, wie macht man sowas politisch, politisch operativ? Wie man es politisch operativ macht, jetzt müssen wir 1 Minute geben, einmal auszuholen. Wir haben in den vergangenen 30 Jahren eine massive Ausgabenerhöhung gesehen und eine massive Umverlagerung der staatlichen Ausgaben weg von öffentlichen Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, hin in öffentliche Sozialausgaben. Man kann das jedem gönnen, der das bekommt. Aber das ist die Tatsache. Das heißt, wir haben ein international vergleichbar schlechteres Bildungssystem heute, als wir vor 30, 40 Jahren haben. Wir haben nicht mehr diesen Vorsprung, den haben wir aufgebraucht. Und wir haben eine immer schlechtere Infrastruktur. Das heißt, wir müssen hier auch eine Umverlagerung sagen. Wir müssen nicht mehr Staat machen, größeren Staat machen, sondern die Ausgaben so fokussieren, wo sie wirklich auch eine längere Frist, also auf die lange Frist etwas bringen. Und das sind immer Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Also nein, keine höheren Steuern. Wir haben einen relativ großen Staat in Deutschland. Ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, wir müssen den Staat noch größer machen. Wir müssen diese Umverteilung oder die Ausgaben, die wir tätigen, besser tätigen, aber nicht mehr Staat machen. Herr Esche, was fehlt der grünen Erzählung, damit sie sexy wird?
Naja, sexy auf grün heißt ja möglicherweise einfach ehrenhaft. Also jetzt nicht irgendwie besonders ehrenhaft, also nicht irgendwie spinnert oder Utopie geleitet, sondern begründet. Zukunftsfähigkeit der sozialen Sicherung, die Tatsache, dass wir alles auf Faktor Arbeit basieren, glaube ich, ist angesichts dessen, was auf uns wartet, schwierig. Also großes Projekt, wie kriegt man langfristig eine Umsteuerung hin? Grundeinkommen muss ja vielleicht nicht die Lösung sein, aber dass man sich Gedanken macht, wie man das Ganze stabiler hinkriegt und nicht systematisch einen Faktor damit behaftet, ein Punkt. Vermögenspolitik ist für mich so eine Antwort darauf. Eine wichtige wäre auch, finde ich, ein Projekt, ich weiß nicht, ob das sexy ist, das hat eigentlich so ein Bart, das waren alte Männer, die das gemacht haben, aber vielleicht kann man dem neuen Glanz verleihen. Bei der Frage des Staates, ich glaube, es wäre ein spannendes grünes Projekt, diesen staatskritischen grünen Teil auch wieder dabei auch zu betonen. Da war ja heute irgendwann diese Ambivalenz im grünen Wesen, also irgendwie darauf vertrauen, dass der Staat kommt. Auf der anderen Seite hat man ja doch ist man ja auch sehr vorsichtig. Also sowas wie Aufgabenkritik. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe selber mal für Brandenburg gearbeitet und da hat man dann gefragt, was sind denn die Staatsaufgaben? Hat man alles gezählt, quasi ein Kataster, kamen 11.000 Aufgaben raus. Dann hat man gesagt, so und jetzt in die Verwaltung, jetzt guckt mal, welche wir nicht mehr brauchen. Danach waren es 14.000. So, das kann es nicht sein, aber ich glaube, das Thema ist ein Thema, wenn man an der anderen Stelle sagt, und wir wollen investieren. Also ich glaube, in dieser Kombination, ja, es geht nicht darum, euch klein zu hauen, aber es geht darum, besser zu fokussieren, das Richtige zu machen. Letzter Punkt, und der umtreibt mich auch. Deutschland lebt nicht zuletzt ganz stark von seiner ökonomischen Integration in die Märkte um uns herum. Die grüne Position dazu ist für mich nicht mit Schiller nicht richtig beschrieben, sondern die ist unterkomplex, glaube ich. Das reflexhafte Verhalten auf TTIP und das, was damit zusammenhängt, ist, glaube ich, noch nicht da, wo es meines Erachtens mit dem intellektuellen Anspruch sein müsste. Man kann darüber streiten, aber ich glaube, man kann nicht einfach pauschal sagen, das geht nicht. Und wir haben so einen Mut in der Gesellschaft, und den haben wir jetzt auch gerade noch mal erhoben, der ganz stark in so eine Richtung geht, wir wollen das alles alleine. Das passt nicht zu unserer Realität. Und dann müssen wir uns überlegen, wie gehen wir denn konstruktiv damit um? Und wenn ich dann Kommentare höre auf die Tatsache, dass dann die Informationen bereitgestellt wurden. Ja, das ist ja das perfide in Maximum. Jetzt schütten Sie uns noch mit der ganzen Information zu, damit wir gar nichts mehr verstehen. Das kann es nicht sein. Das ist nicht die Ebene, wo es hingehört. Also ökonomische Integration ist meines Erachtens auch ein grünes Projekt, wenn es richtig gemacht ist. Gerade hatte ich noch das Gefühl, Sie würden hier zum Liebling des Nachmittags. Das hat sich jetzt relativiert. Herr Füchs. Ja, ich wollte natürlich noch mal was sagen zum grünen Wachstum und Effizienz. Also erstmal stimmt die These, dass der Kapitalismus seine hocheffiziente Produktionsweise hervorgebracht hat. Es stimmt eben nur, ist nur die halbe Wahrheit. Es stimmt im Hinblick auf die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Da haben wir tatsächlich in den letzten 150 Jahren enorme Sprünge gesehen, Quantensprünge gesehen, also was denn die Wertschöpfung pro Arbeitsstunde betrifft. Das stimmt aber nicht im Hinblick auf den Umgang mit Ressourcen, mit natürlichen Ressourcen. Da ist unsere Produktionsweise nach wie vor hochverschwenderisch, nicht unbedingt betriebswirtschaftlich, soweit diese natürlichen Ressourcen tatsächlich mit Preisen belegt sind, die ihre Kosten decken, was aber nur ausnahmsweise der Fall ist. Ist immer noch vorherrschend, dass diese Kosten externalisiert werden können, also gar nicht in die betriebswirtschaftliche Kostenrechnung eingehen und es deshalb auch keine ökonomischen Anreize gibt, effizient mit diesen Ressourcen umzugehen. So, das ist das eine. Also wir stehen überhaupt erst am Anfang einer Ressourceneffizienzrevolution, so nach dem Bild von Ernst Ulrich von Weizsäcker, Faktor 4, Faktor 6, Faktor 10. Nehmen wir ein Beispiel,
LED-Lampen, wenn wir konventionelle Leuchtkörper auswechseln durch LED-Lampen, dann haben wir einen Quantensprung, Einsparung von Elektrizität von 80%, ohne dass wir im Dunkeln sitzen müssen. Man kann diese Beispiele endlos sagen, erweitern, wo man sieht, dass wir überhaupt erst einen Bruchteil der Effizienzpotenziale bisher erwirtschaftet haben, weil eben die entsprechenden politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen dafür nicht bisher geschaffen worden sind. Ressourcensteuer gehört übrigens dazu. Also wenn gesagt wird, wir müssen mal unsere Staatsfinanzierung von dieser weitgehenden Abhängigkeit von der Besteuerung von Arbeitseinkommen ablegen, dann müssen wir über Ressourcensteuern, also Besteuerung von Umweltverbrauch sprechen. Jetzt mal, Sie wollen doch nicht der Hausmeister der grünen Erzählung werden. Doch, würde ich gerne. So, und jetzt nochmal ein obendrauf. Ich meine, wenn wir das ernst meinen, mit einer Reduktion unserer CO2-Emissionen in dieser Gesellschaft um 90%, was denkt ihr, wie viel geht davon über Veränderung unserer Lebensstile? Also ich sage es mal drastisch, über Konsumverzicht. Vielleicht 10, das wäre schon sehr ambitioniert. Vielleicht, ich würde sagen, durch intelligentere Lebensstile, zum Beispiel Mobilität, nicht unbedingt ein eigenes Auto haben. Vielleicht kommen wir auf 20%. So, und der Rest? Wo soll der Rest herkommen? Durch eine brutale Entindustrialisierung und Senkung des Lebensstandards der Bevölkerung? Oder vielleicht doch durch eine grüne industrielle Revolution? Und das heißt Investitionen in riesigem Ausmaß, zum Beispiel in die Sanierung unseres Gebäudebestands. Das ist ein riesiges Investitionsprogramm. Oder in Richtung 100% erneuerbarer Energien. Das ist ein alleine für Europa etwa 300 Milliarden Investitionsprogramm in Aufbau erneuerbarer Energien, neue Netze, Speichertechnologien, Umstellung auf Elektromobilität, wiederum ein riesiges Investitionsprogramm, Übergang zu einer Kreislaufökonomie, zu einer Ökonomie ohne Abfall, in der jeder Reststoff wieder eingeht in die landwirtschaftliche oder in die industrielle Produktion, wieder ein Rieseninvestitionsprogramm zum Umbau unserer Industrie. Das heißt, wir reden hier nicht von weniger, sondern wir reden eher von mehr Investitionen. Über Bildung und soziale Infrastruktur habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Das heißt, hier geht es um eine Hochleistungsökonomie und von der sollten wir uns nicht verabschieden. Von einer Ökonomie, die durch ein hohes Maß an Innovation, an Kreativität bestimmt ist und die nachhaltig im besten Sinne des Wortes ist, also zukunftsfähig ist, aber die nicht gleichbedeutend ist mit Schrumpfen, sondern anders müssen wir es machen. Besser und anders, das ist die Parole. Vielen Dank. Zum Schluss sind wir der Erzählung schon ganz nahe gekommen. Ich bin mir immer nicht sicher bei Ihnen, ob das ein Märchen ist oder wirklich eine Erzählung, aber das wird die Zukunft zeigen. Aber bevor wir gehen, bedanken wir uns hier bei Ihnen für das Interesse und wir haben noch einen Schlusssatz. Bitte schön. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für das Abschlusspodium. Herzlichen Dank an Sie für die 2 Tage Suche nach der grünen Erzählung. Wie das Abschlusspanel gezeigt hat, scheinen noch einige Fragen offen zu sein, mindestens bei einigen. Deshalb, und nicht nur deshalb, die Heinrich-Böll-Stiftung wird das weiterverfolgen, weiter nach den grünen Erzählungen suchen. Zum einen in unserem Dossier Grüne Erzählung. Sie finden da Beiträge zum Nachlesen, Nachhören, auch zu mitdiskutieren. Mitdiskutieren können Sie dann auch nächstes Jahr wieder. Dann wird es eine weitere grüne Erzählung geben, eine weitere Suche. Dann hoffentlich auch etwas kontroverser, um Herrn Esche auch recht zu geben, ehrlich gesagt. Aber vielleicht liegt das auch dann daran, dass das auch ein Bundestagswahlkampfjahr ist und wir werden dann auch wahrscheinlich etwas mit härteren Bandagen diskutieren. Bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank. Schönes Wochenende.